Ja, hallo, ich bin wieder mal da, um Märchen zu erzählen und möchte heute eine Geschichte von König Salomo erzählen. Eine Geschichte, die im Orient weit verbreitet ist. König Salomo hat einmal Geburtstag gefeiert. Und er war ja sehr weise und er sprach nicht nur die Sprachen der Menschen, sondern auch die Sprachen der Tiere. Und so waren zu seinem Geburtstag neben den Menschen auch die Tiere eingeladen. In einem weiten Saal des Palastes waren sie alle versammelt: die Minister, die Königin, die Kinder des Königspaares, alle, die sonst zum Hof gehörten und die Tiere. Natürlich nicht alle Tiere auf der Welt, das geht nicht, aber so von jeder Tierart ein, zwei Vertretende. Von den meisten Tierarten, ihr habt recht. Auch von allen Tierarten, das wär zu viel, ginge nicht in einen Saal. Also König Salomo hat Geburtstag gefeiert. War ein großes Fest und die Musik hat gespielt. Und so mitten, als das Fest im Gang war, gab es plötzlich einen Donnerhall, die Musik verstummte, die Tür des Saales öffnete sich, wie von unsichtbarer Hand bewegt, und eine leuchtende Gestalt kam herein. In der Hand trug sie etwas, das die Form eines Kelches hatte, aber auch leuchtete, alles war in Licht gehüllt. Und die Gestalt schritt langsam bis vor den Thron des Königs Salomo. Und sie sprach: Se matana mina shamayim bishvil hamelech Shlomo. Sie hat offenbar Hebräisch gesprochen, die Gestalt, und das bedeutet: Das ist ein Geschenk des Himmels für König Salomo. Hat König Salomo gesagt: Todaraba, vielen Dank. Maze, was ist das? Mische shote mehakos haze, lo yamut leolam vaed. Wer von diesem Kelch trinkt, wird nicht sterben bis in alle Ewigkeit. König Salomo war weise. Er hat nicht sofort den Kelch genommen, um zu trinken. Er hat sich erst umgeschaut zu seinen Beratern, seinen Ministern, seiner Familie, seiner Frau, seinen Kindern. Was meint ihr? Soll ich von dem Kelch trinken? Und alle haben gesagt: Weiser König Salomo, du bist so gütig, du bist so weise. Einen besseren König als dich wird es niemals mehr geben. Du musst von dem Trank der Unsterblichkeit trinken, damit du für immer da bist. Trink, trink. König Salomo hat die Tiere gefragt, den Löwen. Mächtiger König Salomo, keiner ist dir zu vergleichen. Kein König auf Erden versteht uns so wie du. Und achtet uns so wie du. Du musst von dem Becher trinken, damit du für immer da bist. Und die Giraffe hat zugestimmt und der Elefant und der Leopard und das Nashorn und die Affen und die Schildkröte. Alle, bis auf einen. Ein kleiner Igel. Du wiegst deinen Kopf, kleiner Igel, hat König Salomo gefragt. Hast du Bedenken? Mächtiger König Salomo, hatte Igel gesagt, sieh, bist du der Einzige, der von diesem Becher trinken darf, oder dürfen noch andere davon trinken? Denn schau mal, wenn du der Einzige bist, dann bist du unsterblich, wenn du getrunken hast. Und dann, was geschieht dann? Du siehst, deine Frau, deine Kinder, sie werden alt, sie sterben, deine Enkelkinder, sie werden alt,
sie sterben. Deine Freunde, deine Freundinnen, sie werden alt, sie sterben. Und du bekommst neue Freunde und neue Freundinnen und sie werden alt und sie sterben. Und dann, was wird dein Leben sein? Dein Leben wird voller Schmerz sein, voller Abschiede, ständig. Nur du wirst immer weiterleben. Wenn du das willst, dann trink. Du bist sehr klug, sprach König Salomo, und ich danke dir für deinen guten Rat. Und König Salomo fragte die leuchtende Gestalt, Serak Bishvili? Rak Bishvila Meler Shlomo. As tagit le borei haolam she'ani lo rotze lishtot me'hakos haze. Dann sage dem Schöpfer der Welt, dass ich von diesem Becher nicht trinken möchte. Da verneigte sich die leuchtende Gestalt, drehte sich um und verschwand. Die Musik spielte wieder und das Fest ging weiter und König Salomo saß auf seinem Thron und dachte nach. Ja, er hatte nicht vom Becher der Unsterblichkeit getrunken. Er würde sterben, wie alle anderen auch. Und irgendwann ist er auch gestorben. Sein Leben war zu Ende. Aber in den Geschichten, die von ihm erzählt werden, lebt er weiter bis heute. Ja, diese Weisheitsgeschichte aus dem Orient wollte ich euch heute gerne erzählen. Ich finde, sie spricht uns alle an. Und es gibt gleich noch eine zweite Geschichte. Mal schauen, was das sein wird. Bis gleich.